Hallo, servus, das ist der Philipp Aschenwald. Ich darf ihn von mir daheim im Zillertal begrüßen. Ich darf auch heuer im Bezug der Bezirksblätter fit in den Winter begleiten. Jetzt können wir nochmal zwei neue Übungen, die jetzt fleißig mitarbeiten und viel Spaß. Die nächste Übung ist die Gymnastikübung Brücke. Da legt man sich auf den Rücken hin und die Arme sind seitlich ausgestreckt. Und dann geht man ganz langsam, hebt man das Becken vom Boden weg und geht komplett in die Streckung nach oben hin. Schaut, dass die Schultern am Boden bleiben, die Füße gut am Boden sein. Und dann ist gut, wenn man oben ein bisschen in der Position haltet. Und das ist eigentlich eine sehr gute Übung für den Rücken, für den Arsch und wieder für die Oberschenkel. Die nächste ist eine gute Gymnastikübung, aber die wird total unterschätzt, der Katzenbuckel. Wenn man sie richtig ausführt, ist eine leichte Rumpfübung. Wichtig ist, wieder in den Füßlerstand zu gehen. Die Arme sind unter die Schultern, die Füße sind auch rechtwinklig. Und dann, dass man komplett ins Hohlkreuz geht, den Kopf um zur Decke schaut, an den Himmel schaut und dann komplett wieder langsam in die gegengesetzte Richtung einen guten Katzenbuckel macht, die Bauchmuskeln anspannen. Super Übung, die mache ich selber immer ganz gern.